draußen gibt es noch ganz schön viele Ernährungsmythen. Und ich erzähle dir heute 5 Ernährungsmythen, die so nicht mehr stimmen, und möchte dir etwas mehr Wissen vermitteln, damit du bessere und freiere Entscheidungen in deiner Ernährung treffen kannst. Viel Spaß mit dem Video. Die 5 großen Ernährungsmythen. Ja, heute in dem Video geht es um das ganze Thema Kohlenhydrate, Fette und Clean Eating und Detox. Ist das denn alles noch sinnvoll? Sollte man sich daran halten, orientieren? Das erfährst du heute in dem Video. Wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne ein Like da. Kommentier das Video, deine Fragen zu den ganzen Ernährungsmythen. Wenn du selbst noch neue Ernährungsmythen hast, über die ich heute nicht spreche, gerne runter in die Kommentare. Und abonniere den Kanal, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Heute ist der erste Teil von dem Video und der zweite Teil folgt dann wieder in 4 Wochen. Da draußen gibt es eine ganze Menge Ernährungsmythen und die erste ist: Fett macht dick. Es hält sich nicht mehr allzu hartnäckig, wie das vielleicht nur vor 10, 15 Jahren der Fall war, als viele Leitprodukte auf den Markt gekommen sind, als das im Supermarkt so das Nonplusultra für gesund war, wenn man eben wenig Fett hat. Heutzutage sehe ich immer noch in den Einkaufsmärkten, dass eben Produkte mit fettarm oder eben Leitprodukte gekennzeichnet werden. Natürlich nicht mehr allzu viele wie vielleicht vor 10, 15 Jahren. Der Trend geht ja jetzt eher zum High-Protein, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Und jetzt erstmal: Macht Fett mich also dick? Nein, Fett allein macht dich nicht dick. Fett natürlich hat auf 100 Gramm gesehen zum Beispiel eine sehr hohe Energiedichte, also Fett ist sehr energiereich. Energiereich heißt aber nicht, dass es dich automatisch dick macht. Du kannst vom Fett, wenn es ein gesundes Fett ist, sowieso nie so viel essen, dass es wirklich deinen Kalorienumsatz enorm in die Höhe treibst. Als Beispiel: gesunde Fette hast du in Nüssen, in Avocados und verschiedenen Fischsorten. Und dadurch, dass sie eine sehr hohe Energiedichte haben und wenn du sie eben in einem möglichst natürlichen Zustand isst, dann signalisiert dir dein Körper relativ früh, dass du satt bist, aufgrund der hohen Energiedichte vom Lebensmittel. Fett ist also wichtig für deine Ernährung. Du brauchst es für dein Gehirn, für kognitive Fähigkeiten, für Regeneration von verschiedenen Gelenken, zur Regeneration von Muskelkater. All diese Sachen, da spielen Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, dieses ganze Verhältnis spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und du brauchst Fett in deiner Ernährung, also keine fettarmen Produkte. Und du musst auch nicht unbedingt darauf achten, wie viel Fett du isst, weil dein Sättigungsgefühl wird es dir sagen, wenn du auf die gesunden Fette achtest. Wenn du die Fertignahrungsmittel nimmst, wo Transfette drin sind, da weiß dein Körper nicht, wann er satt ist, aber bei den Gesunden, da weiß er es. Also, Fett macht nicht dick und du kannst es in eine gesunde Ernährung gut einbauen. Die nächsten Bösewichte da draußen sind die Kohlenhydrate. Heutzutage machen nicht mehr die Fette so richtig fett, aber die Kohlenhydrate, die können einen dick machen und die sind nicht so gut für die Gesundheit. Da ist zum einen auch Gluten drin, kommen wir auch noch drauf zurück. Und stimmt das denn jetzt wirklich? Ist dieser Ernährungsmythos noch haltbar und kann man da sagen, ja, das stimmt, oder kann man sagen, nee, das stimmt nicht? Also auch hier, es kommt ganz darauf an, auf welche Kohlenhydrate du dich konzentrierst. Wenn du anfängst, viel Industriezucker zu essen, fertig verarbeitete Lebensmittel, dann kann sein, dass die Kohlenhydrate dich dick machen, weil Kohlenhydrate eine sehr sie haben eine geringere Energiedichte als Fett ist, das heißt, du kannst davon mehr essen, die Verdauung funktioniert schneller und du hast auch das Sättigungsgefühl ein kleines bisschen später bei Kohlenhydraten. Sie sind aber nun mal Energielieferanten und als erstes musst du schauen, bewegst du dich ausreichend am Tag? Verbrennt dein Körper ausreichend Energie? Weil wenn dein Körper im Normalgewicht ist, dann verbrennt er nicht mehr ständig Fett und dann musst du auch nicht mehr ständig Fett verbrennen. Du brauchst dann deine Kohlenhydrate aus der Ernährung, damit du dein Gewicht halten kannst, so wie es ist. Du brauchst die Kohlenhydrate, damit du Energie hast, auch leistungsfähig bist. Und schau als erstes drauf, bewegst du dich genug? Und danach kannst du sagen, ob du zu viel oder zu wenig Kohlenhydrate eben isst. Wenn du Kohlenhydrate isst, Hirse, Bulgur, Reis, auch verschiedene Weizenprodukte sind völlig okay. Schau, dass du sie immer in einer vollwertigen Form isst und im besten Fall gleich mit anderen Lebensmitteln wie Proteinen und Fetten kombinierst und nicht unbedingt die Kohlenhydrate einzeln isst. Wenn du jetzt zum Beispiel Eis isst oder andere Sachen, ist meist die Einzelkomponente. Das ist einmal die Woche völlig okay. Aber wenn du größtenteils vollwertig Kohlenhydrate isst, dann sind Kohlenhydrate richtig gut für dich und du brauchst sie in einer gesunden Ernährung. Es geht nicht ohne, weil da sind auch Ballaststoffe drin und ja, wenn die fehlen, dann geht deine Verdauung nicht mehr ganz so gut. Trend Nummer 3. Der war so vor gar nicht so langer Zeit aktiv, 2, 3, 4, 5 Jahren, das waren die ganzen
oder sind die ganzen Detox-Diäten. Also dein Körper muss entgiften, dein Körper muss entsäuern, damit er gesund wird. Wie macht der Körper das? Der Körper entsäuert über Leber und Nieren, das sind vor allen Dingen Entgiftungsorgane. Muss ich jetzt extra verschiedene Zutaten, Lebensmittel oder Säfte trinken, damit Leber und Nieren arbeiten? Nicht wirklich. Leber und Nieren arbeiten den ganzen Tag, also eine Entgiftung findet immer statt. Deine Leber und Nieren, solange sie gesund sind, arbeiten immer und entgiften immer. Du brauchst also keine Sorgen haben, dass du durch eine vielleicht ein bisschen ungesunde Ernährung oder vielleicht durch einmal ungesund Essen, dass du deinen Körper vergiftest und dass sich alles in deinem Körper ablagert. Das passiert in einem Endstadium von verschiedenen Krankheiten, aber bei einem gesunden Menschen, wo alles relativ ganz okay ist, wo es vielleicht Tumor und was nicht vorhanden ist, dann brauchst du dir um das Thema Entgiften eigentlich nicht groß Sorgen machen, weil Entgiftung ist eigentlich nur der Prozess, dass du dich ständig gesund oder hauptsächlich gesund ernährst und dann wird deine Leber und Nieren arbeiten, wie sie eben arbeiten können. Du musst nicht extra eine Entgiftungskur machen oder eine Saftkur, die das Ganze beschleunigt, weil schneller wird es nicht. Natürlich kannst du deinem Körper weniger Gifte hinzufügen, damit können Leber und Nieren wieder etwas mehr Aufgaben oder besser ihre Aufgaben erfüllen. Aber du musst dir keine Sorgen machen, dass dein Körper vergiftet und alles voller Schlacken ist. Wäre es so, dann würden wir ja nicht draußen rumlaufen können. Also keine Sorge, Detox ist übertrieben und überspitzt. Wenn du dich gesund und vollwertig ernährst, passiert Detox von ganz allein und du brauchst keine Extrakur dafür. Ich hoffe, dir hat der erste Teil gefallen. Falls du noch Fragen hast zu diesem ganzen Thema Kohlenhydrate, Fette und auch Detox, schreib doch gerne runter in die Kommentare, dann können wir gerne auf deine Fragen antworten oder ein neues Video dazu aufnehmen. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal für mehr Videos. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.